5:05 mittlerweile. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie sich neben dem Schmuck oder einem neuen Fernseher eigentlich was ganz anderes wünschen. Das erfährt man dann aber durch Hypnose, denn da spricht das Unterbewusste. Und wir haben uns mit Faro, dem Star-Hypnotiseur, auf die Suche gemacht nach den geheimen Weihnachtswünschen unserer Zuschauer. Hypnotiseur Faro im vorweihnachtlichen Einkaufsrummel. Hier will er erfahren, welche Wünsche die Menschen wirklich haben. Angelikas Wünsche sind zunächst die einer typischen Mutter. Gesunde Kinder und liebe Kinder, glückliche Kinder. Und obwohl sie eben noch ganz aufgedreht war, spricht Angelika sehr schnell auf die Hypnose an. Geh noch tiefer. Erzähl mir deine Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass ich wieder eine komplette Familie bin. Was heißt das, eine komplette Familie? Was ist denn mit deiner Familie? Wieder mit einem Mann und Kindern unterm Baum sitzen. Einen Partner an der Seite zu haben, nicht mehr allein zu sein mit allem, mit der Verantwortung. Was ist passiert, dass du heute nicht mehr mit einem Partner zusammen bist? Mein Mann ist gestorben vor 10 Jahren und seitdem sind wir alleine. Und es fehlt das letzte Glied in der ganzen Gruppe. Und dann wird sie sanft geweckt. Ich weiß, was ich gesagt habe. Das weiß ich. Aber da hat man so, da denkt man so in erster Linie nicht dran, ne? Man verdrängt das oft, ne? Das nutzt ja nichts. Auch bei Rita geht der Wunsch tiefer. Vorher wünscht sie sich einfach Schmuck. Doch unter Hypnose sieht der Wunsch der 40-Jährigen auf einmal ganz anders aus. Und du kannst, wenn du es zulässt, mir deine wirklichen Wünsche zu Weihnachten verraten. Ich möchte ein Baby. Du möchtest ein Baby? Faro ist sprachlos. Zu Weihnachten wird nicht mehr so ganz klappen. Vielleicht nicht, nein. Aber? Ich hoffe, so schnell wie möglich. Ist das dein größter Wunsch zu Weihnachten? Was würdest du alles tun, um das zu realisieren? Die geheimen Wünsche liegen in unserem Innersten. Die geheimen Wünsche sind oft emotional und sind eigentlich verborgen in unserem Unterbewusstsein. Durch Hypnose kannst du es schaffen, das Geheime, das Unbewusste zu wecken und möglicherweise auch hinterher umzusetzen. Das trifft auch auf Männer zu. Ich würde mir eine Wohnung wünschen, eine schön geräumige. Der 22-jährige Manuel ist Lkw-Fahrer und kommt aus Österreich. Er ist mit seiner Freundin zu Besuch. Eigentlich glaubt er nicht an die Hypnose, doch dann ist er plötzlich mittendrin. Was wünschst du dir wirklich zu Weihnachten? Dann sag's uns. Dass ich meine Mama noch mal in den Arm nehmen kann. Was ist mit deiner Mama? Sie ist nicht mehr unter uns. Ist sie gestorben? Ja. Wie lange ist das her? 2 Jahre. Und es belastet dich? Es belastet mich immer noch sehr, dass sie von uns gegangen ist. Ganz seltsame Erfahrung, dass das auf einmal die Augen zu geblieben sind. Obwohl ich mir denke, ich kann sie eigentlich aufmachen, aber es ist nicht gegangen. Es hat nicht funktioniert. Also ganz komisch. Eine ganz besondere Erfahrung. Doch es gibt auch Menschen, die hören sich erst so an. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine sehr teure Designertasche. Und dann unter Hypnose so. Nichts. Nichts. Kann alles so bleiben, wie es ist. Mhm. Dazu fällt auch Faro nichts mehr ein. Ganz egal, was sie sich wünschen. Einfach nur so oder unter Hypnose. Wir hoffen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.